Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um zwei Dinge. Und zwar habe ich erstens eine Ankündigung für dich und zweitens eine Bitte an dich. Die Ankündigung ist, Mitte 2018, Dezember 2018, gibt es eine Videoserie von mir mit Inhalten, die ich so noch nicht im Internet geteilt habe. Und zwar handelt es sich um drei Methoden für Hochsensible zum Thema Beziehungen, die da sehr viel Klarheit reinbringen können, die dir helfen können dabei, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, dich selbst wahrzunehmen, Grenzen zu setzen, auch zu schauen, wie viel Distanz oder wie viel Nähe ist gerade das Richtige für mich und das einfach in einem geschützten Raum. Das heißt, es ist ein Erkenntnisraum, ja, ein geschützter Raum, in dem du Erkenntnisse haben kannst und verstehst, warum du bist, wie du bist, was du vielleicht machst, dass dir auch Dinge bewusst werden, die du tust, ohne es mitzubekommen, die zu irgendwelchen Sachen führen, die du vielleicht haben willst oder vielleicht auch nicht. Und was meine Erfahrung ist, ist, dass bei jedem Workshop bisher, wo ich diese Spiele gespielt habe am Anfang, war es so, dass erst eine Gruppe von Fremden im Raum saß. Das heißt, circa 20 Hochsensible, keiner hat sich vorher gesehen und alle schauen, kann ich hier sein, was gibt es hier für Erwartungen, muss ich irgendwas erfüllen oder kann ich mich entspannen? Und nach 2 Stunden sah es komplett anders aus jedes Mal, nämlich so, dass da einfach eine Gemeinschaft ist. Also dass eine tiefe Verbundenheit zwischen den Teilnehmern ist, dass das Gefühl so präsent ist, das Gefühl von ich darf da sein. Hier ist ein Raum, in dem ich mich wirklich zeigen darf, in dem ich eingeladen bin, da zu sein mit allem, was ich bin und nicht nur dieser winzig kleine Ausschnitt. Und gleichzeitig, ja, also dadurch kann sehr, sehr tiefe Heilung passieren. Das ist meine Erfahrung, dass einfach Menschen merken, wie wunderschön es ist, sie selbst zu sein und dass sich das dann natürlich in den Alltag fortsetzt. Und genau diese drei Methoden möchte ich mit dir teilen, weil wir brauchen sie in der Welt, also in der Gesellschaft, in der wir gerade sind, wo immer mehr Menschen einfach nur noch vor ihrem Telefon hängen, statt sich wirklich miteinander auszutauschen, wo kaum mehr als oberflächliche Begegnungen da sind, beziehungsweise das immer mehr abnimmt, ist das wieder wie so ein Kontrapunkt. Also es ist statt Smalltalk und Oberflächlichkeit einfach tiefe Berührung, Begegnung und Kontakt. Und das möchte ich mit dir teilen und da bräuchte ich deine Unterstützung. Und zwar würde ich mich riesig freuen, wenn du den Fragebogen, der unten in der Beschreibung ist, ausfüllen kannst. Das ist eine Frage. Und zwar geht es darum, was deine beiden größten Herausforderungen in Beziehungen sind. Der Hintergrund ist, ich möchte die Videoserie wirklich so gut machen, wie es möglich ist und möchte das einfließen lassen, was dich interessiert. Dass ich nicht über die Themen rede, die mich interessieren, ausschließlich, sondern auch dich da genau abhole und da unterstützen kann, wo du Unterstützung am meisten brauchst. Weil diese Methoden sind sehr vielfältig, ich könnte sie auf 1000 Arten erklären und wenn du mir sagst, was dir wichtig ist, kann ich sie auf deine Art erklären und die, was die anderen alle noch sagen. Ich lese auf jeden Fall jede einzelne Antwort fließt ein. Und ja, wenn du Interesse an der Videoserie hast, kannst du dich einfach unten eintragen. Das ist der zweite Link. Da gib einfach deine E-Mail-Adresse an, weil es gibt die Videoserie nicht auf YouTube und auch nur für begrenzte Zeit. Das heißt, sie wird nicht für immer online sein, sondern auf meiner Webseite dann. Ich schicke dir den Link dann dazu per E-Mail für begrenzte Zeit im Dezember 2018. Und ja, ich freue mich sehr darauf. Also ich bin aufgeregt, bin auch aufgeregt, dieses Video zu machen, weil es wirklich ist, das ist was Neues. Auf Workshops kenne ich das schon gut und auch in einem Online-Workshop habe ich es auch schon mal gemacht. Aber jetzt wirklich rauszugehen, auch dich um Unterstützung zu bitten, ist auch für mich ein Schritt in die Verletzlichkeit und in das, ja, in die Offenheit und so weiter. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Wie gesagt, die 2 Links unten. Wäre toll, wenn du es jetzt machst, weil in 3 Wochen ist die Videoserie draußen. Da bringen mir die Antworten nichts. Oder sie ist schon vorbei und du verpasst sie. Deswegen trag dich jetzt ein. Schreib mir jetzt eine kurze Antwort. Braucht nicht viel sein. 1, 2 Sätze. Und dann kannst du sie aktiv mitgestalten. Ich freue mich, von dir zu hören. Würde mich riesig freuen, wenn wir uns bei der Videoserie sehen. Und wünsche dir noch einen wundervollen, schönen, kalten Wintertag. Mit vielleicht viel Sonne.